Alles gut? Hast du es bestanden? Bis jetzt. Ich weiß nicht, aber ich laufe immer gerne so an den Wänden entlang. Ja, dann mit niemand hinter einem sein kann. Genau, weil ich etwas außer Fenster, ja, das, ja, da kann immer jemand sein. Ja. Aber da ist ein Keller. Ja, da war ich schon unten. Da unten. Das ist dunkel. Scheiße, sag ich dir. Da willst du nicht runter. Exit. Ich glaube, du musst wieder ins Büro, wo wir gestartet sind. Oder da, wo die Tür offen ist. Nee, das ist Raum 9. Da waren wir schon. Aber da war doch so eine Fotokamera. Also ah ja, genau. Film. Wir haben ja unten was gefunden. Was haben wir noch gefunden? Ich höre was. Ja, eine Uhr. Jetzt ist der Teddybär weg. Ja, der war vorher die Kerze angezündet, ne? Und der Teddybär ist weg. Jetzt ist auch dieses Stick weg da, dieses Zeichen oder was auch immer. Ja, da. Das war eine Struktur in der Wand, also ja. Also, wir müssen eine andere. Hallo! Hey Leute, ich bin's wieder, euer Nia. So sahen die Kameras früher aus. Boah, stell dir vor, du jetzt. Ah, jetzt habe ich das. Du hast den Schlüssel gefunden, ja. Also, schau mal, was hier steht. Also. Wie kann ich das übersetzen? F. Also. Ich kann nicht noch lesen und Telefon abnehmen. Also. Ja. Es ging alles den Bach runter. Mein ganzer Plan. Alles. Alles basiert auf. Kann ich das abstellen, dieses. Nee, es geht. Klingel? Ja, egal. Leute, ihr könnt sonst Stopp drücken und euch das selber durchlesen. Sonst musst du zum Telefon, dann bist du wieder weg. Wo ist das Telefon? Da, wo es klingelt. Raus aus dem Raum. Hinter der raus, Raum. Du musst raus. Glaube ich. Naja, es ist irgendwo hier. Nein, du musst raus. Das ist nicht hier. Das hört sich so laut an. Ja, das ist ein Zimmer nebenan oder so. Es wird noch lauter. Ups. Ups. Also hier könnt ihr es nochmal lesen. Genau, drückt jetzt Stopp. Auf Pause. Ja, und dann tut ihr auf Abonnieren drücken, wenn ihr schon auf Pause gedrückt habt. Oh! Ich hab's gewusst, dass da was kommt. Aber ich habe mich trotzdem erschreckt, Alter. Oh mein Gott. Ich muss das trinken, ey. Warte, ich will aber schnell auf Pause drücken. So. Jetzt kann nichts passieren, oder? Jetzt kann nichts passieren. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch ein Game, wo auf eine Pause bin. Ey, ja, drücke Alt F4. So. Ich schwöre, ich krieg Alt F4, Mann. Oh. Hey, ich kann nicht schlafen. So gemein, Alter. Wer rechnet damit? Ich kann nicht mal rechnen, was? Genau, stimmt. Das war die Verarsche, weißt du, da ruft jemand an, weißt du, willst du das Telefon abnehmen, ja? Ist es deine Freundin, vielleicht ist dein MacBook gekommen, wo du bestellt hast, oder irgendwas von AliExpress, weißt du? Ich denke an Quickie, er denkt an Essen. Okay, jetzt hat er wenigstens aufgehört, das Telefon zu klingeln. Okay. Deshalb mache ich die Tür immer so auf, weißt du? Gä? Was wäre gewesen, wenn du die Tür wohl so aufgemacht? Haben wir uns so krass erschreckt, dass das Zeug umgefallen ist? Ey, weißt du noch, was du meinen Stuhl kaputt gemacht hast? Das war geil, Leute. Ich verlinke das Video oben mal rechts, da habe ich seinen Stuhl kaputt gemacht. Schneid es rein. Ja, ich schneid's rein. Ich schneid es rein, wie ich seinen Stuhl kaputt gemacht habe. Nein, was hab ich gesehen? Nein! Hey, die Kamera zeigt jetzt. Aha. Klick mal drauf auf die Kamera. Du kannst auch drauf drücken. Nee, geht nicht. Mach ich komm nicht durch. Nicht? Nee, die leuchtet nur. Vielleicht nicht. Willst du mir etwas zeigen. Ja, da musst du raus. Nee, ich habe irgendwie Angst, dass jetzt sogar das kommt, so ein Schatten auf mich zu. Na, da kommt doch nichts. Doch, da kommt ach, doch komm, was. Ach komm, laber nicht. Da kommt doch was. So schnell kommt da nicht was. Mach auf, komm, mach die Tür auf. Mach die Tür auf! Beruhig dich. Okay. Siehst du? Ich muss 10-mal klicken, um den Cheat zu haben. 30-mal klicken. Ich glaube, da kommt etwas an der Wand. Look, schau mal. Mach auf. Ey, halt gedrückt. Okay, du hattest recht, Alter. Was soll ich jetzt machen? Nein! Voll, ich versteck mich hinter dir sogar. Ich die ganze Zeit hinter dir. Was ist jetzt? Okay. Also, das spiele ich gern. Jetzt, ja, glaubst, so ein bisschen die Alter. Blumen hier. Das ist sicher das Schlimmste hier. So Leute, willkommen zum 10. Part von Minecraft. Ja, sieht doch voll so aus. Wo sind wir hier? So auf dem Dach? Sind das Solarplatten oder was? Ja, aber es ist nass, weißt du. Alter, das war gerade so viel, ich muss mein Herz beruhigen. Geh mal raus, frische Luft schnappen hier. Wo ist das Herz? Rechts oder links eigentlich? Das Herz ist ein bisschen rechts, mittig so fast so ein bisschen. Also du hast da nichts. Du musst das fühlen, schon gut. Schau mal, was ein schönes. Was ein Kontrast ist hier draußen. Ja, schöner Kontrast, schöner Himmel. So ein
Wie nennt man die schon wieder? Das ist ein Bus, das ist ein Bus. Nee, es gibt so ein spezielles Wort, okay. Auf Englisch. Ah, ich hab vergessen. Ich glaube links. Das haben immer die Hippies gefahren. Ja, ich weiß. Geh mal links, da müsste es zum Gartenschuppen gehen. Aber ja, rechts geht's. Nee, da geht's nicht lang, ist gesperrt. Na, da hab ich gehört. Wieso hab ich das Gefühl, dass es gleich wieder so ein Rauschen kommt, dann ist plötzlich alles düster. Geh mal rechts in den Gartenschuppen rein. Genau dort, ins Gewächshaus. Boah, schau mal, wie schön das aussieht. Das ist die Brücke, wo ich mich erschreckt hab, gell? Nice. Ich hasse mich umzudrehen, Alter. Ja, sag nix. Stell dir vor, du spielst das in VR. Du willst ja sterben. Da hast du eine Gartenzange liegen oder so. Da ist ein Rabe noch. Eine Krähe oder sowas, ja. kannst du die mitnehmen. Ah, damit kannst du die Bäume kaputt schneiden, wo den Weg versperrt hat. Ah, Zerschneider. Genau, das ist wie Zerschneider, genau. Jetzt kann ich Zerschneider einsetzen, ja. Die Sprache versteht er. Wieso tue ich mich das eigentlich an, ey? Jetzt ist so schön. Jetzt ist ja gut. Jetzt ist es so schön, aber ich spüre schon. Kirschblüten sind hier, ja? Mhm. Frisch von Japan importiert, ja. Als ob er hier nicht durchgehen kann, weißt du? Nein, nicht möglich. Aber wie benutze ich Items jetzt? Drück mal irgendwie Maustaste oder sowas oder nix. Geh mal ganz dran an dem Baum. Nee. Nicht. Okay, vielleicht musst du wieder zurück. Ah, vielleicht muss ich zurück hier. Ja, vielleicht irgendwo da irgendwas machen. Ah, du kannst doch außen rum, genau, was? Oder vielleicht kann ich auch... Richtig, geh weiter. Ah, nee, geht nicht. Da kommst du nicht durch. Da drinnen vielleicht. Ah, die Tür vielleicht. Guck mal, ob die Tür vielleicht aufgeht. Ja. Ich schau mich mal aber nochmal um, vielleicht hat's noch was. Ist aber ein schön gepflegter Garten, für das niemand hier ist, ne? Was sind das? Erdbeeren? Tomaten? Ja, Tomaten wahrscheinlich, genau, richtig. Ein Tomatenstrauch. Okay, ich glaube, hier geht's weiter. Ja, da kann man etwas aufschließen. Ah, du kannst das Schloss jetzt aufschneiden. Das ist ein Seitenschneider. Wollen wir es machen? Ja. Los geht's. Ah, warte. Los geht's. Jetzt geht's los. Ey, dreh dich nicht immer so um. Ey, glaub mir. Das ja, ich glaub, da ist was. Jetzt ist schon wieder um. Ja, okay, ich glaub so. Das ist der Wind. Ah, zum Bambi, ja. Das war ein Bambi gewesen, genau. Wo ist er? Nee, die wollen doch, dass ich dem nachspringe, Mann. Na, du springst nicht. Nee, ich ignoriere den genau, Scheiße. Ich muss rennen, Mann. Ist zwar schön, aber ich glaube, irgendwas passiert jetzt. Oder vielleicht ist das Ende. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt so etwas kommt, wie so... Und dann ist wieder alles dunkel und muss wieder irgendwo rein oder so. Ja, das wird sicher passieren, das kann ich mir vorstellen. Genau. Da würde ich gar nicht mal so schnell gehen, wenn du so... Aber es sieht geil aus. Es sieht mega nice aus. Wow. Episch. Kann ich sterben? Ne. Ah, da ist sogar Fischer. Oder ein Aal. Oder was, ja, Fischer. Da, du kannst das Boot nehmen. Ich muss hier immer noch etwas tun. Ah, das ist schlecht. Ah, vielleicht muss ich das reinschieben oder so. Nee, ich glaube, geh mal zu der Schaukel dahinter. Geh mal zu der Schaukel. Guck mal, das ist ein Picknick-Set. Boah, das wäre so geil hier. Ja. Nice. Schöner Desktop-Hintergrund. Ja. Okay, was gibt's hier? Gibt's jetzt was zu essen hier? Da liegt noch ein Brief. Ah, hier ist ein Brief. Lass mich den mal lesen. Warte, ja. Mit F, so. Ja. Steven Slang. Willst du lesen? Ja, ist gut. Oder jeder liest ein Wort, ist gut. Nein, Spaß. Na, was? Nein, nein. Stevens langwierigen Sitzungen mit Teddy haben die von meinem Mann erwarteten Ergebnisse erzielt. Ist diese toxische Beziehung zwischen Vater und Sohn wert? Teddy ist nicht mehr so fröhlich wie früher. Er hat große Angst vor der Dunkelheit. Ist das normal in seinem Alter? Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mich nur auf Eddie verlassen, aber er wird immer seltsamer. Siehst du weiter? Achso. 13.09.1976. Ich habe versucht, meine Ehe zu retten. Aber der totale Mangel an Interesse von Steven macht mich fertig.
Er redet ständig nur von seiner neuen Behandlungsmethode. Diese Beziehung ist wie ein Gefängnis für mich. Ich sehe darin keinerlei Zukunft. Ich weiß, es klingt falsch, aber ich fühle mich bei Eddie wohler. Er zeigt wenigstens ein bisschen Interesse an mir. Also sie geht fremd. Es könnte so sein. Oh ja? Scheiße, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich glaube, jetzt ist fertig. Jetzt kannst du das Boot benutzen. Ah, die hatten sich ja da getroffen. Ja. Da haben sie Picknick gemacht. Also und ist, so. Ja. Ein bisschen eben, Liebe gemacht. Ja, genau. Ein bisschen Wein getrunken. Ein paar Kinder gemacht und. Warte, die Paddel vom Boot, genau. Ah, das Segel. Das Segel. Das Pedal. Pedal. Paddel, ja, Paddel. Paddelstock oder was auch immer. Das Pedal fürs Boot, genau. Ja, ich hasse diese Raben, ey. Jetzt kannst du ins Boot einsteigen. Ja, ja. Brauche ich einen Führerschein für ein Boot? Und jetzt? Jetzt kann ich fahren, ne? Ah, ja. Nice. Boah, sieht geil aus, Alter. Ein paar Fische. Ich hab Angst, dass noch irgendwas passiert, Alter. Ich weiß nicht. So, wir haben nochmal gewechselt. Der Scenix hat sich fast in die Hose gekackt. Nein, so schlimm war es nicht. Wir dachten nur, dass wir da ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Ja, Daniel hat seine Mutter angerufen und geheult, ich müsste ihn trösten. Genau. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das genau, schon. Genau, weil das, dass deine Mutter mich tröstet, das reicht. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt um einiges wohler. Ich meine, wenn man das Spiel selber spielt, dann ist es noch krasser, dieses Angstgefühl. Also ich habe keine Angst, aber manchmal kommst du hoch, weißt du? Aber ich muss auch sagen, dass die Kopfhörer, die ich hier habe, lauter eingestellt sind als die, wo du anhast. Finde ich jetzt. Lauter? Ja. Soll ich leiser machen? Nein, passt schon. Ah, jetzt sind sie da in diesem Garten. Ja, die hatten eine Romanze miteinander, ja. Siehst du? Ja, war auch ein schöner Ort, also. Ja. War perfekt, finde ich. Ich glaube, da passiert nichts Schlimmes. Nee, ich glaube hier. Ah, guck mal, das ist diese komische Figur wieder. Ah, ich glaube, da siehst du. Ich glaube, da siehst du alles, was du vorhin gesehen hast. Alles, was man so ein bisschen erlebt hat, ne? Genau, ja. So, vielleicht, nee, geh weg von dieser Maske, Alter. Das, ich hasse die sah am Gesicht, Anfang sah die schlimmer aus. Diese Flashbacks hier. Es kommt, jetzt müsste eigentlich der Garten kommen oder so. Das sieht mehr nach einem Tempel oder sowas aus. So ein Gerichtssaal. Gerichtssaal. Ja. Tatsache, ja. Ah, schon mal. Verhandlung. Du hast recht gehabt, ja. So eine Verhandlung. Ja. Ah, wenn er jetzt vor Gericht ist. Wo er hat. Anscheinend haben wir dann demnach die Frau ermordet. Okay. Müssen wir irgendwas erforschen hier? Nee. Da ist eine Tür. Einfach so hinter den Wolken, weißt du? Ich sag, jetzt wir kommen jetzt wieder in der Villa raus, wo wir am Anfang gestartet sind. Jetzt in dem Haus. Jetzt geht's los. Oh yeah. Jetzt sind wir im Knast. Yes. Schau mal, so einen Handabdruck, so. Scheiße, ich glaube, ich hab die schlimmste Stelle erwischt. Ich trinke ein bisschen Wasser. Ich schaff's das so. Spiel mal die Toilette. Geht das? Geht nicht, nee. Oh, scheiße. Deine Vielleicht Mutter hat's verstopft. Ah. Wir können raus. Alles gut. Das wird sicher nachher klingeln. Hast du auch das Auto gehört? Ja. Dünnt. Mach doch die Tür zu. Ja, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass hier was passiert. Verdächtiger Edward. Verwischt. Ah, das ist der Nachname. Verdächtiger Edward. Im Fall des Mordes an Susan und Theodore Dowell. Genau.
Verhörprotokoll. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson durchgeführt. Nach vielen Versuchen der Kommunikationsaufnahme mit den Verdächtigen haben wir noch keinerlei Informationen. Der Beschuldigte lächelte die ganze Zeit und wiederholte undeutlich den Satz, der Albtraum ist vorüber. Sein Augenlicht scheint erloschen. Er hält keinen Augenkontakt zu seinen Gesprächspartnern. Scheinbar weiß er nicht, wo dieser sich befindet. Ohne forensische Psychologen werden wir keine weiteren Informationen erhalten. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Fall auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert wird. Also hat der Edward seine Frau und den Theodore Duell, das ist der Psychologe, ermordet, weil die beide eine Romanze miteinander hatten. So verstehe ich das jetzt. Oder zumindest hat er das gedacht, dass die das hatten. Ob das jetzt wirklich so ist, ist jetzt eine andere Geschichte. Oder ob das wieder einfach nur so ein Albtraum war, den wir gespielt haben. Good. So maybe you would tell us about your authorial therapy. What do you think, Mr. Dow? Bist noch rechts? Can you hear me? It's better now, isn't it? So, can we continue? Great. Did you know that Susan Dow was pregnant? Sie war schwanger. Ah, da ist ein Brief. Ja. Verdächtiger Einfluss im Fall des Mordes. Das ist dasselbe. Ah, nee, Quatsch. Nee, nicht. Im Fall des Mordes an Susan und Theodore Duell. Verhörprotokoll. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson und der forensischen Psychologin Vanessa Green durchgeführt. Dank Frau Green konnten wir Kontakt mit dem Verdächtigen herstellen. Es wurde herausgefunden, dass er ledig ist und als Gärtner bei den Duells arbeitete. Also, hä? Nee. Dann ist der Edward Norton ist der Gärtner. Und hat den Theodore Duell und seine Frau Susan umgebracht. Ja, so rum halt, okay. Er sagte, dass er in den letzten Monaten eine Therapie gemacht hatte, die ihn von seiner gespaltenen Persönlichkeit heilen sollte. Er gab zu, dass er seine Frau und sein Kind getötet hat. Aber wie er betont, er tat es in seinem Traum, da Dr. Duell es ihm befohlen hatte. Es war ein Teil seiner Therapie. Wir machten endlich Fortschritte. Es ist wichtig, dass wir mit Dr. Duell sprechen. Ja, aber noch irgendwas? John, ich weiß, morgen ist Bowmans Schicht. Daher versteckte ich den Schlüssel für die Türen in an einem sicheren Ort. Sag ihm nichts davon. Lass ihn ein wenig durchdrehen. Ist da auch so Busse und so? Ja, so im Hintergrund. Okay. Als wäre draußen irgendwie so eine City oder so. Wäre echt eine gute Nachricht, oder? Das macht's ein bisschen lockerer. Ach, schau mal dort, da ist ein Plakat. Save rubber, check your tires now. Was ist das denn? Wir müssen den Schlüssel finden anscheinend. Tick, tick. Das kam vorhin auch schon, ja. Mal gucken, ob wir den hier irgendwo finden, den Schlüssel. Na, da ist eine Pflanze. Da oben, in der Pflanze vielleicht? Nee, das ist... Irgendwie kommen wir immer näher zu diesem Geräusch. Gell? Das wird immer lauter. Ist das schon bekannt? Oder vielleicht sind wir im Untergrund und es kommt von oben. Das kann auch sein, ja. So viele Räume hier. Was denn? Zeugenaussage des Zeugen Stephen Duell über den Mord an Susan und Theodore Duell. Verhörprotokoll. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson durchgeführt. Der Zeuge wirkt erschüttert. Es gibt kaum vernünftigen Kontakt mit ihm, was in seiner Situation verständlich ist. Er hat uns nicht gesagt, was wir nicht schon wussten. Nach dem Mord gab es viele Kommentare aus der Welt der Psychologie in der Presse. Der Zeuge erwähnt nur, dass seine Therapie gegen seine Persönlichkeitsstörung sehr unwirksam war. Er hat es nicht kommentiert. Da haben wir ein Bild, aber das können wir nicht sehen. Ah, das sind so Morsezeichen. Ah, scheiße. Scheiße, müssen wir uns das jetzt merken. Warte, ich muss mal von vorne. Ah, es sind nur drei Zahlen. Das erste ist eine 3. Genau. Also nochmal, das erste ist eine 3 schon mal. Genau.
3-2? 3-2-7. 3-2-7. Müssen wir uns merken. Was? Einmal nach rechts. Ah, das ist das Zahlenschloss. Ah, die 3, dann die 2 und dann eine 7. Das, aber warum zeigt es hier nach rechts, dann nach links und dann nach rechts? Ja, wir merken uns das mal. Rechts, links, rechts. 3, 2, 7, ne? Mal gucken, wo wir das brauchen können. Das ist ein Face. Hier nicht. 3, 2, 7. Rechts, links, links, rechts, genau. Da warst du schon. Ja, genau. Ich dachte nur vielleicht... Ah ne, da habe ich schon probiert, ob ich da reinkomme. Ja. Aber das ist ja nur das Schloss hier. Da kommt. Da brauchen wir einen Schlüssel eigentlich dafür. Irgendwo muss ein Zahlenschloss oder sowas sein. Geh mal da. Das ist ein Gefängnis. Genau. Aber davon da sind wir gekommen. Aber hier kommt man auch nicht rein. Nee, bei dir war kein Schloss. Warte mal, wo war das? Wir haben sicher irgendeinen Raum übersehen. Ah, ganz geradeaus sind wir noch nicht gegangen. Oder? Ich dachte, das habe ich probiert und die Tür war zu. Egal, wir probieren es nochmal. Nee. Schon mal in den Räumen, wo... Vielleicht ist sie auch... Ah, guck mal hier. Ah. Ah. Also rechts, also zu 3 gehen, wahrscheinlich. Mhm. Warte. Ja. 3, 2... Ja. 7. Ah, aber und du musst es nochmal nach rechts gehen, nicht? Genau, das zeigt eben. Wie war's? Warte nochmal raus. Also, wie war's? Rechts, gell? Ja. Also 3. Ja. Rechts, links, 2. Ja. 3, 2 und jetzt 7. Ja. Ah, perfekt, Digga. Da haben wir den Schlüssel. Schlüssel für was? Ah, für das Telefon vielleicht. Nee, es war ja noch Gefängnis. Das eine Ding abgeschlossen beim Verhörzimmer. Ah, stimmt, stimmt. Da gab's doch noch so eine Box. Genau, richtig. Ja, mach das auf hier. Ja. Jetzt kommt Strom an, ne? Oder Strom aus. Oh. Ah, jetzt haben wir Strom, ja. Jetzt kannst du zum Telefon gehen, ne? Ja, wenn es jetzt offen ist. Ja. Listen, Bowman. Give me some creeps, Doctor. I won't manage alone. Ausgabe Juni. Die Untersuchungen, die von dem Team von Dr. Maslow vorgenommen werden, sollten in den Ermittlungen verwendet werden. Dr. Weslow konnte auf den Prozess Einfluss nehmen. Um seinen Freund zu helfen, sagt Dr. Bandura? Dr. Dowell war sowohl für seine umstrittene Behandlungsmethoden als auch für seine mögliche Verantwortung am Tod seiner früheren Patientin bekannt, füge er hinzu. Okay. Schön, dass wir das jetzt wissen. Jetzt sind wir hier im Verhandlungszimmer. Hereby open the trial against Edward Harrow about Susan Dowell and Theodore Dowell's murder. Do the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial is started? I would like to enclose the report about my client's insanity to the evidence, as well as recordings made by Dr. Dowell during the therapy. Mr. Edward, could you tell us about the relation that was between you and Mrs. Susan Dowell, Dr. Stephen Dowell's wife, that tried to cure you? I would like to enclose documents from Susan Dowell's autopsy to the evidence. Basing on these, Your Honor, as well as the jury can get to know that the victim was pregnant. So strange. Sie war schwanger. Ja. Verdächtiger Stephen Dowell im Falle des Mordes an Susan, bla bla bla, Verhörprotokoll. Das Verhör von den Kriminalkommissar Samuel Wilson und dem folgenden durchgeführt. Nach den Hinzufügen neue Beweise, und zwar den Autopsiebericht von Susan Dowell, wissen wir, dass sie im ersten Monat ihrer Schwangerschaft war. Der Vater ist der verdächtige Edward. Wir haben herausgefunden, dass Stephen ein Motiv und die Fähigkeit besaß, Edward zu manipulieren. Das ist der Psychologe. Der Verdächtige zeigt während des Verhörs keinerlei Kontakt zu dem Befragenden. Er durchlief
ambivalente Zustände von Hysterie bis hin zu völliger Apathie. Der beim Verhör anwendende Psychologe entwickelte während des Verhörs die These, dass Mr. Duell geisteskrank durch viele traumatische Erlebnisse in kurzer Zeit ausgelöst wurde. I open the trial against Stephen Dow and now practice against Edward Hill, that caused Susan and Theodore Dow's death. Do the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial is started? My client, as a doctor, always takes care about patients' welfare. In the enclosed evidence, Your Honor may read about many difficult cases that have been cured by the defendant. He was trying to cure his protege at any cost to ease the pain. I would like to enclose to the evidence the description of one therapy conducted by the defendant, which, as we can read, also finished with a failure. The girl, with similar illness like Edward, who under the influence of the therapy made suicide. And did the defendant realize that his wife was pregnant, not with him, but with Edward? Okay. Kannst du auf den Richterstuhl gehen? Nee. Schade. Ich kann doch nichts lesen. Wir müssen wieder raus. Ist es dasselbe? Ah. Ja. Ja. Telefon. Das ist so ein kleines Telefon. Wobei ich sagen muss, dass ich es schade finde, dass jetzt extrem viel Theorie wieder nur noch kommt. Und nicht mehr Spannung, muss ich jetzt ehrlich sagen. Finde ich schade ein bisschen. Okay, es erklärt jetzt einfach so ein bisschen die Geschichte, was passiert und so. Jetzt sind wir hier in der Psychiatrie, genau. Wir spielen also auf jeden Fall. Ich finde es geil, dass du den Flashback siehst, weißt du so. Jetzt spielen wir zu 100% den Edward, denke ich mal. Wir sind jetzt hier in der Psychiatrie. Aber ja, das mit den Flashbacks ist geil, Steven. Ja. Schau mal in den Spiegel. Ah, nee, Steven sind schau mal in den Spiegel. Ah, doch. Ja, der ist kaputt. Ah, das sind die ganzen Bilder. Ja. Oh, das eklige Gesicht da. Sollen wir das Büro? Fühlst du das verschwommen? Hast du das gesehen? Ja, da ist eine Scheibe. Eine Glasscheibe. Das dürfte das Büro sein, schätze ich. Ah, das ist ein Brief. Mutter und ihr 7-jähriges Kind ermordet. Frau erleidet 30 Messerstiche. 2 Tage später wird das Kind im Schlaf erdrosselt. Das habe ich schon gelesen. All diese Grausamkeiten wurden vom Familienvater begangen. Scheiße. Müssen wir rübergehen? Nicht schon wieder so ein Kino, ey. Ja. Stephen treated me like a lodger, unwanted person, with whom he lived because it was a kind of interest. And I started to live on memories and projections that were so beautiful in my head, so perfect. Stephen was in them like years before, like when we moved into our new house and we planned to make a big garden only for us. These memories made me stronger, helped me to survive and wait for tomorrow with hope. First time, I thought that maybe I'm only dreaming or the projections about him became ridiculously strong. He came to me like before, smiling, happy, with sparkles in his eyes. Similar situations repeated in the next weeks, and I, instead of looking for their source, was waiting till my loving Stephen came back just for a while. To feel like before, like years ago. At the beginning of our relationship, Stephen often told me about interesting things from the psychology ward. During his studies, he met with the case of a patient with multiple personalities. I remember well this case because it seemed to be very exciting. So many different personalities in one body that differ in IQ, beliefs, talents, and even visual acuity. I hid my husband's illness to meet with happy, just for a while, to fulfill my dreams. During our romance, we often met in the garden. Today, I again talked with Eddie. He is in very bad condition. Stephen's therapy started to even scare him, he says. He must make terrible things to be cured and finally take a breath. As a last resort, I will send this recording to Abraham.
Ich verstehe, wir haben also Einsicht in die verschiedenen Persönlichkeiten von dem bekommen. Jetzt verstehe ich das. Was? Wir haben, der hat ja eine gespaltene Persönlichkeit gehabt. Warte, ich muss jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Oh. Das hat sich schon wieder alles verändert. Und wir haben Einblick in die verschiedenen Persönlichkeiten bekommen. Und die hat sich in eine von diesen Persönlichkeiten von dem Typen verliebt. Oh, weißt du, was das heißt? Wir müssen uns umdrehen. War da was gewesen? Ja, du hast auf die Wand geschaut. Ach, ich dachte schon. Aber ich habe gewusst, es passiert was. Ja, natürlich. Eine Ente. Aber nur der Raum hat sich gedreht. Nichts bis... Okay, die Tür war vorher. Mach zu, ey. Ah ja, Entschuldigung. Das ist unanständig. Soll ich die Schuhe noch ausziehen, ja? Jetzt sind wir irgendwo wieder in meinen Raum. Jetzt sind wir wieder, okay, bei uns in der Villa. Oh nee, nicht Kinder, nein. What the fuck? Tür zu. Ja, scheißegal, Mann. Oh, jetzt kommt nochmal alles, hab ich das Gefühl. Jetzt sind wir nochmal in jedem von diesen Träumen. Achso, dann ist ja nichts Schlimmes. Wie krass sich das alles verändert hier. Ja. Da steht jemand. Renn! Red Lamp Studio. Okay, ich find's jetzt doch irgendwie cool, dass am Ende noch so viel aufgeklärt worden ist und auch noch mal so ein bisschen Geschichte erzählt worden ist. Ich find das Spiel an sich so mega geil gemacht, ey. Ist noch easy dieses gemacht Ende, worden. Das ist echt richtig nice gemacht. Ich finde vor allem dieses, muss ein bisschen leiser machen jetzt. Ne, ja, zieh doch den Kopfhörer raus. Ist ja egal, das kann ja weiter ausmachen. Ne, ich finde das Spiel. Ich habe jetzt nur die einzelnen Parts jetzt gemacht mit dir. Also die vorherigen Parts kenne ich nicht, aber ich find's. Okay, gegen Schluss hat man viel lesen müssen. Ja. Mit den Blättern da. Aber ich finde so, wie sich die Räume jetzt gegen Schluss so geändert haben, ich finde das so geil. Das ist so geil gemacht. Das hat er so gut gemacht, ja. Aber. Sie haben wirklich in guten Momenten diese Schreckmomente reingepackt, wie bei dieser Tür dort, ey. Das ist bei dieser Tür, wo ich mehrmals öffnen musste. Wo das Telefon die ganze Zeit geklingelt hat und dann machst du die Tür offen, dann kam dieses Gesicht. Danke cool. Fürs Spielen. Teile dein Feedback mit uns in der Steam-Community. Also Leute, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen und ich hoffe, euch hat auch dieses kleine Preview, möchte ich sagen, mit Scenix hier an meiner Seite gefallen. Wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt von mir und dem Verrückten hier, bewertet auf jeden Fall mein Video natürlich positiv oder schreibt es mir in die Kommentare. Ich fände es echt geil und ich denke, er würde sicher auch gerne noch ein paar Mal dabei sein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, ich bedanke mich natürlich an der Stelle auch noch für Scenix, dass er das Ganze jetzt mit mir hier mitgemacht hat. Und möchtest du noch irgendwas sagen? Oder? Peace. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, euer Nia und ciao! Ich hatte keine Angst übrigens.